Hallo ihr Lieben und Juhu vom Gut. Heute, das haben wir schon mal gut hinbekommen, ne? Heute gibt es KitKat Mini-Desserts im Test und ich bin nicht alleine. Neben mir ist Daniele, hi. Und Skade, moin. Und ihr kommt von 5FM und 5 generell. Genau. Genau, von 5 und heute zu dritt. Das wäre schon mal ein lustiger Wortwitz eigentlich gewesen, von 5 und heute zu dritt. Und wie kommen wir zusammen? Wir kennen uns über das sogenannte Internet. Genau. Was machen wir eigentlich zusammen? Ihr seid meine Manager. Manager quasi. Also genau. Zumindest. Ja, genau. Er ist mein Talentmanager und ich bin vom Radio. Und hat heute Interviews gemacht. Genau. Auch schon. Die ihr auch auf YouTube sehen könnt, die wir gleich verlinken. Super. Dann beschäftigen wir uns heute mit den KitKat Mini Moments Desserts. Und da gibt es in 4 verschiedenen Sorten. Und ich finde es ganz praktisch, dass wir die ja auch zu dritt testen können. Dann haben wir nämlich 3 Meinungen zu den 4 Sorten. Wenn ihr richtig drauf schaut, seht ihr 5, aber das 5. ist das normale KitKat, kennen wir alle. Ja. Ihr dürft aussuchen, mit welcher Sorte wir starten. Ich lese die mal einmal vor. Wir können jetzt abstimmen, ne? Cherry Brownie oder Creme Brûlée, Tiramisu, Strawberry Cheesecake. Ich lese da mal vor, also wir haben 4 Sorten. Strawberry Cheesecake, wie viele Daumen nach oben? 2, okay. Tiramisu, Creme Brûlée, Cherry Brownie. Okay, es ist ganz klar eindeutig Cherry Brownie. Cherry Brownie geworden. Genau. Das habe ich mir mitbringen lassen aus Dubai. Da gibt es die in unserem Flughafen. Vielen lieben Dank, Jan, fürs Mitbringen. Das hat mich sehr gefreut. So, Strawberry Cheesecake. Jetzt ist die große Creme Brûlée, habe ich schon erwischt. Ich hoffe, wir sind auch genügend drin. Da. Strawberry Cheesecake. Perfekt. Einmal. Was ist das? Das ist eine normale KitKat, aber so KitKat Chunky Style, ne? Schön auch mit der arabischen Beschreibung. Ja. Ich habe noch ein Strawberry Cheesecake. Geil. Und ich lege hier vorne alle hin. Ich hoffe, es ist da noch ein drittes drin. Aber ich liebe. Yo! Riecht krass nach Erdbeeren, ne? Ja, erinnert mich so ein bisschen. Ich glaube, Milka hat auch sowas Cheesecake-artiges. Ja. Ich bin gespannt. Auch gespannt. Okay. Oh. Wer bei? Erstaunlich viel Füllung, ne? Mhm. Interessant. War echt geil, ja. Weich, aber bin ich nicht so knusprig wie erwartet, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da wirklich ein flüssiger Kern drin ist. Geil. Hätte ich auch nicht gedacht. Echt interessant. KitKat Strawberry Cheesecake. Ich habe schon mal die neue Milka testen dürfen. Milka bringt dieses Jahr eine Strawberry Cheesecake Großtafel raus. Mhm. Und die schmeckt tatsächlich genauso. Sehr, sehr ähnlich. Ganz interessant. Mhm. Sollen wir schon die Punkte vergeben oder erst, wenn wir alle Sorten durch haben? Eine 7. Eine 7. Ich sag auch 7. Ich sag sogar eher eine 6. Was? Weil zu süß. Ja, kann ja. Ich verstehen. Mhm. Womit machen wir denn weiter? Creme Brûlée, Tiramisu oder Cherry Brownie? Ich glaube, Cherry Brownie machen wir eher am Ende, weil es süß ist wieder. Ja, wieder super süß, genau. Ja. Aber vielleicht mit Creme Brûlée. Bin ich dabei. Die lassen mich auch. KitKat. Okay. So 50-50 das Verhältnis, ne? 50 Füllung, 50 Waffel. Mhm. Es ist knusprig. Ich habe immer Angst, wenn es in meinem Mund knuspert, dass ich schon wieder eine Füllung verloren habe. Oder Zahnfüllung. Oh. Ich bei der Zahnspange immer. Das ist so knusprig, ne? Aber mhm. Obwohl ich jetzt sagen muss. Aber es kriegt Brûlée. Ja, das erste hat sogar besser geschmeckt. Echt? Ja. Mhm. So. Mich irritiert immer so dieses harte Karamellen. Ich mag das. Was ist das? Ne? Das ist echt so richtig hartes Creme Brûlée. Ja. Kennt ihr diese Schicht, diese Knuspert? Das ist ja auch drin. Ich finde das ganz lecker, tatsächlich. Hätte sogar bei mir einen kleinen, leichten Wiederverkauf. Als Punkte! Ja, ich würde sagen, es ist wieder so eine 6. Einfach weil der Creme Brûlée Geschmack ist doch nicht so rausgestiegen, finde ich. Das stimmt. Ja. Das ist wirklich sehr cremig, finde ich auch. Aber ich fand es trotzdem ganz lecker, auch wenn es nicht so nach Creme Brûlée geschmeckt hat. So, so ein bisschen so eine Milchcreme-Variante. Ja. 8 Punkte gebe ich denen tatsächlich. Ich eher eine 5. Krass, aber knallhart, richtig. Weil ja. Einfach auch nicht so mein Geschmack. Hm. Fand ich aber das andere besser.
Eins nach dem anderen, großes Glück gehabt, dass ich wusste es vorher echt nicht, dass hier wirklich immer drei Stück drin sind. Mhm. Diese Edition wurde allein für diesen Tag hier für uns produziert, glaube ich. Echt, sind jeweils drei Stück von jeder Sorte drin. Hätte ich nicht gedacht. Perfekt. Hier ist 91 Kalorien, das ein Mini, das geht ja noch. Hätte ich mit viel mehr gerechnet. Also das Tiramisu hat 91 Kalorien, das geht so viel noch. So. Okay, ja, das riecht man auf jeden Fall raus, den Kaffee. Oh ja, das riecht echt. Ja. Hat einen starken Kaffeegeruch. Spannend. Oh, sehr stark, ja. Ja. Mhm. Auch wieder so viel weiße Creme drin. Ja, auch. Weiß und Trauben auch. Das stimmt. Ja, im Nachgeschmack. Im Nachgeschmack kommt der Kaffee. Ja, doch. Mhm. Schmeckt sehr nach Arabica-Kaffee. Das finde ich richtig geil. Ja. Wahrscheinlich setzt auch so langsam einen Zuckerschock ein, aber ich mag ja Kaffeeschokolade. Ja. Das war halt gerne. Und deswegen, wow, Liebe auf den ersten Biss. Was sagst du für die Punkte? Ich gebe dir 9 Punkte, finde ich richtig geil. Ja. Würde ich mir nochmal kaufen. Super. Ja, 9 Punkte, das ist geil. Super, KitKat Tiramisu ist eine geile Edition. Als Chunky durchaus auch mal hier in Deutschland, vielleicht sogar mal als große Chunky-Version denkbar. Wäre ganz, ganz cool. Jetzt wartet noch ein besonderes KitKat auf uns, Cherry Brownie. Klingt wirklich... Boah, das hört sich schon geil. Klingt wirklich sehr, sehr süß. Mal gucken. Auch so Cherry Brownie Eis, ist auch geil. Ach, von Ben & Jerry's oder von Häagen-Dazs? Ja, an der Eisdecke. Ach, sehr gut. Da haben, interessant, 88 Kalorien, weniger Kalorien als das Tiramisu. Ich bin gespannt. Aber das riecht ein bisschen nach Kirsche. Ich hätte gesagt, mal Kirsche. Ja, ja. Ist gut. Abgefahren. Ja. Muss man mögen, die Kirche, Kirsche. Kirchen, ja, warte. Hm. Ja, also wenn ihr Amarena-Eis mögt, dann ist das auf jeden Fall euer Fall. Auf jeden Fall, das stimmt. Dann auf jeden Fall, ja. Mich erinnert das auch noch so ein bisschen an diese Domino-Steinchen. So ein bisschen Marzipan-artig weiter. Also mm-hmm. Marzipan ist so. Das stimmt. Ja, ja, wirklich. Meine, diese Domino-Steine, ach, liebe Domino-Steine. Sind da eigentlich auch Kirschen drin? Aber es schmeckt echt krass. Also ich gebe dem Ganzen 7 Punkte. Ja. Auch 7 Punkte, auch wenn das Brownie nicht so richtig durchkommt. Aber diese Kirsche macht das echt mega besonders. Richtig krass, 7 Punkte. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. 3 Meinungen, 4 KitKats. Viermal KitKat Mini Moments. Hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren und es lohnt sich noch was zu abonnieren. 5.media auf Instagram. Und einmal 5FM auf Instagram. Super! Bis bald, ihr Lieben!